Hallo und ein herzliches Willkommen bei meinem Kanal Paris Vollzeit. Ich bin Patricia und ich habe jetzt meine zweite Folge und ich muss euch sagen, ich bin sowas von platt und verrückt. Ich habe jetzt letzte Woche Dienstag die erste Folge aufgenommen und es ging dann am Mittwoch online und ey, ihr seid verrückt. 116 Abonnenten. Meine Güte, ich habe das nie im Leben gedacht, dass es überhaupt so viel gibt. Also, dass ihr mich so abonniert. Und auch für die vielen oder auch für die Kommentare und für die Likes. Ich möchte euch von ganzem Herzen danken. Dankeschön. Wahnsinn. Ich hätte es echt nicht gedacht. Und darum habe ich gedacht, ja, so einmal in der Woche möchte ich dann ungefähr aufnehmen, je nachdem, wie es zeitlich reinpasst und wie meine Fortschritte sind. Das ist ja immer unterschiedlich. Und ich möchte euch jetzt noch natürlich sagen, wo man mich findet. Das habe ich letztes Mal total vergessen, weil das war ja meine erste Folge und die war ja mehr chaotisch und naja. Also nicht das Goldene vom Ei sozusagen. Ihr findet mich bei Instagram, da bin ich Patricia Widmer und bei Facebook auch, da bin ich auch Patricia Widmer. E-Mail werde ich noch einrichten, das habe ich jetzt noch nicht. Das kommt so nach und nach, so wie es reinpasst. Ja, ich möchte mich vor allem ganz, ganz herzlich bei Ellie von dem Kanal Verstrickt und Zugenäht bedanken. Sie hat mich bei ihrer letzten Sendung erwähnt und ganz lieb Dankeschön an dich, Ellie. Wirklich. Ja, bevor wir jetzt gleich anfangen mit dem, was ich auf den Nadeln habe, möchte ich euch zeigen, was ich bekommen habe. Und zwar in der vorletzten Folge hat doch die Ellie eine Tasche in die Kamera gehalten und die war für mich und die kann ich euch jetzt zeigen. Und vor allem, was da noch dabei war. Schaut's mal. Die wunderschöne Tasche von der Elli. Ist die nicht schön? Die ist der Wahnsinn. Und zwar, ich möchte mehr Pullover für mich stricken. Ich mag die gestrickten Pullover eigentlich total gern, aber wenn man irgendwo, finde ich, welche kaufen möchte, sind die meisten mit irgendwelchen Pullitierchen gemacht und ich mag das einfach nicht. Wenn ich selber welche stricke, dann weiß ich einfach, was ich für Material verarbeite und dann kann ich mir aussuchen die Farben und man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, finde ich. Und von daher habe ich die Elli eben gebeten, dass sie mir die Tasche näht. Und da dabei war noch ein total leckerer Tee. Wo ist er denn? Den habe ich schon getrunken, aber der ist echt lecker. Wo ist denn die Kamera hier? Und zwar von Teekanne den Multivitamin. Oh, der war echt lecker. Und zusätzlich noch einen Fortschrittsmarkierer. Den zeige ich euch nachher. Und das, was ich noch, was so noch an Einkäufe geht, das zeige ich euch, denke ich, zum Schluss hin. Machen wir jetzt erstmal mit dem weiter, was ich auf Nadeln habe. Und zwar die Socken. Unser Tada! Schaut mal. Eine ist fertig. Genau, die erste ist fertig. Die habe ich gerade heute Morgen noch fertig gemacht. Und da hat man den wunderschönen Eulenmarkierer. Der ist auch von der Elli, der Fortschrittsmarkierer. Dankeschön. Der ist echt total süß. Und der erste Socken ist fertig. Habe ich heute Morgen fertiggestellt. Der zweite habe ich noch auf Nadeln, aber es fehlt echt nicht mehr viel. Ich stelle gleich die Socken noch mehr vor. Für mich ist es noch ungewohnt. Ich muss erst lernen, hier in die Kamera reinzuschauen. Also bitte, wenn ich wegschaue, bitte nehmt es mir nicht übel. Schaut's mal. Der zweite. Oh, das ist ein bisschen schwierig zum Zeigen. So, jetzt hat der zweite, da zeige ich euch, erkläre ich euch gleich nochmal was dazu. Also es fehlt echt nicht mehr viel, also noch ein Stück Fuß und danach die Spitze. So, jetzt zeige ich den euch mal von näherem. Und zwar
habe ich hier ein 2-2-Bündchen gemacht. Zwei rechts, zwei links. Dann der Schaft. Eine verstärkte Käppchenferse. Da stopfe ich nochmal rein, dann kann ich es euch einfach nochmal besser zeigen. Schaut mal. Hier. Ich will immer da rein. Ich muss lernen, umzudenken. So, hier die Käppchenferse, die verstärkte. Die Fersenwand hoch. Und auch das Käppchen habe ich verstärkt gestrickt. So seht ihr das besser. Und dann vorne habe ich die Bändchenspitze, na, Bandspitze gestrickt. Und hier vorne noch die letzten vier Maschen von jeder Nadel habe ich auf zwei zusammen und habe dann nachher mit einem Maschenstich das Ganze zusammen genäht. Das ist eigentlich so die Variante, wo ich immer mache. Beim letzten Mal war ich ja hier, wo der Markierer, die wunderschöne Eule ist von der Ellie. Da war ich das letzte Mal bei der Socke. Und bei der anderen Socke war ich letztes Mal hier, also da war ich gerade da dran, wo ich dann nachher die Bändchenspitze. Ach Quatsch. Na, schneide ich jetzt aber nicht raus. Wo ich die Käppchenferse anfangen konnte. Und ja, bin schon ein Stück dazugekommen. Ich stricke die ganzen Socken auf 2,5. Also das sind jetzt die Holznadeln von Knit Pro Symphony, wo ich stricke. Und die Ferse habe ich auf 2,25 gestrickt, weil ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, das Garnisch einfach ein bisschen dünner, aber ist nur mein Befinden. Und habe das dann nachher auf einer 2,25er gestrickt. Ja. Und bei der anderen auch. Und da habe ich dann nachher bei der anderen hier auch die Bändchen, die Spitze dann nachher auch auf 2,25er gestrickt. Das einfach. Ich hatte das Gefühl, nachher kommt die Spitze einfach schöner raus dann nachher. Und das Garn, das ich dazu verwendet habe, ist. Ich habe es hier drin, hätte es ja schon mal raus tun können. Naja. Moment, ich habe es gleich alles. Das ist jetzt halt noch eins. Genau. Das Ganze wohnt, meine Socken, hier drin in der eine Tasche von der Elli, die ich mal bei ihr bestellt habe, auch wunderschön und innen mit so einem schönen grünen Punktestoff. Also das leuchtet wirklich so, wie es ihr in der Kamera seht. Total toll. Ich mag die Tasche echt gern. Das Bunte hier, wo ihr seht, also praktisch der Schaft und der Fuß. Das ist alles die Regia Color Mosaik in der Farbe 55 60. So, seht ihr das? Ich hoffe, das spiegelt nicht zu so stark. Genau. Das ist das Regia Color Mosaik. Dann oben das Bündchen, das Graue. Was ich euch gezeigt habe hier, das schöne Graue, ist von Lana Crossa meilenweit, die Kaschmir. Und zwar die Farbnummer 07. Ich zeige euch mal die Banderole. Hoffnung, dass es nicht so stark spiegelt. Ja, doch, das geht eigentlich ganz gut. Weil die Sonne mag mich jetzt gerade nicht so gern. Wenn ich da unsere Rollladen ganz oben hätte, dann nachher wäre ich komplett bleich. Also dann würdet ihr mich gar nicht mehr sehen. Und die Farbe 07. Und das Blau hier, wo ich für die Spitze und für die Käppchenferse genommen habe, das ist eine ganz einfache Regia Foreplay. Und zwar in der Farbe
Eine 2037, das ist so ein schönes Blau, also nichts Besonderes. So. Ich weiß nicht, ob ich es fokussieren mag oder nicht. So, ja. Genau. Das ist also alles zu der Sache. Und ich habe ja gesagt, ich habe das auf 2,5er Nadel gestrickt und 2,25er. Einmal habe ich da dazu die Knit Pro Zing in 2,5 und einmal die 2,25er auch in Knit Pro Zing dazu genommen. Ich lege das erstmal weg, dass ich Platz habe. Dann als nächstes habe ich für euch noch die Babydecke, an der ich arbeite. Und zwar ist die ja für meine Freundin, für der ihre Schwägerin. Ich habe meiner Freundin schon manchmal was gestrickt oder sie hat auch mal was in Auftrag gegeben, wo ich ihr habe machen dürfen. Und wir haben darüber dann nachher gesprochen, ob ich vielleicht was für ihre Schwägerin machen könnte. Sie war auch schon am Überlegen und dann habe ich ihr eben den Vorschlag gemacht, du, wie wär's eigentlich mit einer Babydecke? Dann hat sie gesagt, sie fragt eben ihre Schwägerin und hat gemeint, ja, warum eigentlich nicht? Eine gute Idee. Und ich habe ja noch so Poliwolle, 100% Poli und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich versuche eigentlich jeden Tag ein Quadrat zu stricken, aber es hat echt nicht funktioniert, weil es auch einfach Zeit in Anspruch nimmt. Und ich habe ja noch einen Sohn, der möchte auch noch Unterhaltung. Und ja, von daher hat es nicht ganz funktioniert, aber ich habe ein bisschen was dran bekommen. Und zwar das Weinrote. Also das ist so Weinrot. Ja. In etwa kommt es so raus, wie ihr seht. Vielleicht, wenn ich näher rankomme. Also in ungefähr so wie es ihr seht. Ja, jetzt eigentlich kommt es relativ gut rüber. Letztes Mal war ich hier bei dem Quadrat. Quatsch, bei dem weißen Quadrat. Und hier wurde nachher die Vernähnadel ist, also die 3 und hier das angefangene. Dazu gekommen ist jetzt das rote, nochmal ein weißes, nochmal ein rotes und nochmal ein weißes. Also die ganze Länge hat es noch nicht. Ich möchte es noch um 1 bis 2 Quadrate länger machen. Ich möchte ja, dass es noch ein bisschen größer ist, die Decke, dass das Baby dann nachher einfach länger was davon hat von der Decke. Und zum Schluss möchte ich das dann nachher, wenn es auch mal dementsprechend die Höhe hat, dann nachher entweder umhäkeln oder umstricken. Das weiß ich noch nicht. Das lasse ich auf mich zukommen. Und das, wie gesagt, das Weiße, das war, glaube ich, eine Schachtenmeier, irgendwie so Poliwolle. Und das Rote, das hatte ich ja vor 2 Jahren beim Norma oben oder bei uns beim Norma gekauft. Und das war ja so ein Riesenknäuel, so ein 700-Gramm-Knäuel, also einiges. Ja, das ist die Babydecke. Dann habe ich ja noch der Nuvem von Mantida Behm auf den Nadeln. Also ich bin nicht bei Reverie oder Ravelry oder wie ihr sagt, oder Reverie. Da bin ich nicht bei der Plattform. Wenn ich Anleitungen möchte, gehe ich meistens zu Crazy Pattern oder ich schaue im Internet oder irgendwie so. Also dort bei der Plattform bin ich nicht bei Reverie. Also da findet ihr mich nicht. Genau. Dann habe ich aber trotzdem die Anleitung mal geschenkt bekommen. Und da ist der Fortschritt also nicht ganz so groß, weil die meiste Zeit ging jetzt wirklich in die Socke, in die Babydecke und dann läuft ja noch der Stop-and-Go-Call mit dem Tuch Aluna, aber das zeige ich ja euch dann nachher gleich. Es ist nur ein kleiner Fortschritt, aber auch die Runde sind einfach ziemlich groß vom Nuvem. Ich zeige euch trotzdem mal. Ja. Lass ich mal kurz sortieren. Vorderseite. Genau. So, Della. Und hier ist der Marker. Also ihr seht, es sind bloß ein paar Runden. Aber ja, ich sage, die Runden sind halt einfach echt schon ziemlich
ziemlich lang. Und auch die Markie oder halt die Maschenmarkierer, die habe ich selber gemacht, die da hier. Das sind so Perlen, wo ich noch habe. Und auch den da hier, da habe ich ein ganz einfaches Nähgarn genommen und habe die dann, ups, mit Holzperlen das gemacht. Ich habe keine Quetschperlen mehr, sonst hätte ich noch welche gemacht mit Quetschperlen. Und der Fortschrittsmarkierer, den habe ich mal einen Tausch gemacht mit jemand und die hat mir einige gemacht und das ist so eine schöne, wie so eine Muschel eigentlich, total schön. Mal schauen, ob ich schaffe, dann nachher die nächste Zeit mal ein bisschen mehr am November wieder zu stricken. Den stricke ich mit einer, ach so, mit der Babydecke. Leute, ich habe vergessen euch zu sagen, mit was für einer Nadel ich den die stricke. Die Babydecke, die stricke ich mit einer Dreiernadel, also einer ganz handelsüblichen Nadel, also billiges, nichts Besonderes, einfach nur Dreiernadel. Und den Nuvip, den stricke ich auch auf einer Dreiernadel. Und ich habe zu Weihnachten von meinem Mann einen Gutschein bekommen und da durfte ich mir eben Wolle bestellen und da habe ich mir auch meine allerersten Tiagu Lace Nadeln bestellt, gewünscht. Und das Seil ist ziemlich groß, also ist 1,20 Meter Seil. Ich werde das jetzt dann nachher umnehmen auf ein anderes Seil, weil das ein Mordsgeschiebe ist. Und dass es dann nachher einfacher wird. Und das Ganze wird dann nachher noch mit so einem Grün. Ja, doch. Hey, da kommt es eigentlich ganz gut rüber jetzt gerade, das Grün. Relativ gut. Oh, doch ungefähr so ist das Grün dann nachher auch. Und zwar stricke ich den Nuvem mit, wo ist denn das Zettelchen wieder hingewandert? Mit der Online Linie 12 Street. Und zwar ist das 75 Schurwolle, 25 Poly und das ist die Farbe 07. Das sind so 50 Gramm Knäule. Und es läuft ca. 210 Meter. Einmal, das müsste dann die Farbe 05 sein und das hier die Farbe 07. Und zwar möchte ich beim Nuvem jetzt das blaue Knäuel auch verstricken. Dann möchte ich eigentlich ein Knäuel in grün und dann kommt nochmal ein Teil in blau. Und dann wird praktisch die Abschluss, die Rüschekante dann nachher in grün dann nachher gemacht. Also es dauert aber, bis ich soweit bin. Genau, das ist der Nuvem. Dann trinke ich meinen kleinen Schluck. Das ist nur Traubensaftschorle, nichts Besonderes. Dann möchte ich euch zeigen den Stop and Go Along oder Call. Und zwar auch die Ellie von Verstrickt und Zugenäht und ich und eigentlich die wo in der Kunkelstube sind. Wir stricken gemeinsam einen Call. Und zwar macht es die Anja, die Leiterin von der Kunkelstube, das Tuch Aluna von Anthony Casalena. Da zeige ich euch ein Bild. Ich habe es. Hier die Anleitung. Muss ich schnell schauen, wo das Bild ist, wo man den gut sieht. Moment. Hier. Die Aluna. Und da dürfen wir jede Woche eigentlich einen Abschnitt stricken. Der wird freigegeben. Und wir haben jetzt wieder am Samstag einen Abschnitt stricken dürfen. Den hat auch die Elli gestern in ihrem Video gezeigt. Und bei mir sieht es jetzt so aus. Also ich habe jetzt schon fertig den Abschnitt. So, Moment. Muss ich das ein bisschen rausziehen? So. Also bei mir sieht es so aus.
Ich nehme dazu, und das habe ich letzte Woche vergessen, tut mir leid, danach mit dem Gelb, das sage ich euch gleich. Das Kontrastgarn, was ich dazu vernehme, das ist die Lana Crossa. Cool Wool Baby Merino, super fein, in der Farbe 213. Das ist also nicht ein ganz reines Weiß, sondern das sieht man so eigentlich ganz gut. Das ist so ein, ja, so ein Naturweiß, würde ich jetzt mal sagen. Und das andere, der wunderschöne Farbverlauf, den ihr hier seht, der kommt echt total toll rüber in der Kamera, also eigentlich so, wie es ist. Der ist wirklich hier mit dem Gelb, dann geht es ins Hellere, dann geht es ins Lila. Und zwar ist das ein der Bobbel hat eine Lauflänge von ca. 750 Meter und hat 150 Gramm. Und es ist ein gefachtes Garn. Und zwar ist das dreifädig. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der hat drei Fäden. Vielleicht versuche ich es den mal. Das war euch genau zum Zeigen, die drei Fäden. Will nicht. Ja, also, das müsste mir jetzt ein. Ah, man sieht es, glaube ich, ganz leicht. Ja, der hat drei Fäden. Und das war ein Garn, wo ich mal gekauft habe, wo wir unterwegs waren. Und daraus wird er gestrickt, das Tuch Aluna. Und da freue ich mich also echt total drauf, wenn das dann nachher mal irgendwann, ich glaube im März, wird der dann nachher fertig sein. Da werden die ganzen Abschnitte dann fertig gestrickt sein. Also ich lasse mich echt überraschen. Und ich habe ja letztes Mal auch erwähnt, dass ich auch in der Kunkelstube eben dabei bin und auch selber ein Spinnrad habe und spinne. Und da möchte, also gestrickt, also auf Nadeln ist das jetzt alles, was ich habe. Und da möchte ich euch jetzt mal zeigen, was ich so gemacht habe, so vom Spinnen her. Also, so sieht es aus. Das ist noch ziemlich unregelmäßig. Also ich bin noch nicht lange dabei beim Spinnen. Ich nehme mal kurz auseinander. Kann ich es euch mal zeigen. Der ist auch noch nicht entspannungsgebadet. Noch gar nichts. Hat echt total tolle Farben. Der hat so ein Blau, danach sind so Grüntöne, dann ein bisschen Schwarz, dann ein bisschen Weiß. Also ja, ein bisschen von allem was. Und zwar war, schaut's mal, also der ist echt ein bisschen dicker gesponnen. Wie? Vor allem unterschiedliche, ich habe echt unterschiedliche Dicke drin. Mal ein bisschen ist was Dickeres drin, dann wieder ein bisschen eine dünnere Stelle. Hier ist mal wieder ein bisschen was Dünneres. Also wie gesagt, ich bin echt noch nicht so gut im Spinnen. Also mir fehlt noch ein bisschen die Übung. Und zwar war letztes Jahr im November war ein Kunkelwochenende und ich war dort Tagesgast, was mich echt total gefreut hat. Und da habe ich dann nachher die, da gab es dann nachher so einen Wühltisch, wo man hat sich dann nachher auch die Faser ein bisschen aussuchen können, also so Reste eigentlich. Und um einfach nochmal ein bisschen mehr so Gefühl auch fürs Spinnen nochmal zu bekommen, habe ich gedacht, mit so verschiedenen Fasern habe ich dann nachher so die Fasern genommen, versucht das bisschen zu mischen und das dann nachher ganze eben wegzuspinnen. Und dadurch, davon ist eben das Garn nachher hier entstanden. Das muss ich jetzt dann nachher bald mal echt baden und mal schaue, was ich daraus mache. Vielleicht gibt es Stulpen oder so. Mal schauen. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die ins Spinnen bei mir. Das mache ich auch manchmal hier oben, ein bisschen Spinnen. Aber ich denke, das kennt ja jeder. Ja. Oh, Moment. Entschuldigung, das war gerade Telefon. Kann man nicht vermeiden. Ja, wo war man denn? Ach ja, genau. Das ist jetzt der Ausflug war ins Spinnen. Dann habe ich ja gesagt, ich möchte ja Pullover stricken und ich hatte ja einen Gutschein von meinem Mann. Und habt ihr nachher auch Wolle dazu bekommen und aber das zeige ich euch glaube nachher, weil
Da kommen noch ein paar andere Einkäufe dazu. Machen wir das nachher zum Schluss. Jetzt möchte ich euch zeigen, was ich noch Fertiges habe. Und zwar mein Pullover. Ich habe den Pullover letztes Jahr gestrickt. Also der hat echt süchtig gemacht. Das ist ein ganz einfacher RVO. Ohne Anleitung, ohne irgendwas. Das ist eine reine Alpaka-Wolle. Die habe ich von meiner Freundin, von der Birgit, der Wollbauwagen. Das findet ihr auch auf Facebook. Ich schreibe es dann unten rein noch, wo ihr den findet. Und sie hat eben ganz tolle Alpaka-Garne. Und daraus habe ich mir den nachher eben in dem Grau und in dem schönen Beereton habe ich mir einen Pullover gestrickt. Und zwar habe ich hier vorne einfach so ein Rechts-Links-Muster noch reingesetzt und habe hier oben, das sieht man, direkt hier oben, da habe ich was ausprobiert mit so einem Anthrazit, aber habe es dann wieder gelassen, den Arm in so links, so einfach ein paar links rein bis ganz runter gestrickt und habe das Bündchen in einem 2-2 gestrickt. Das ist so ein ganz toller Beereton eigentlich und habe nur hier oben die Streifen gemacht. Und diese Seite auch am Arm, genau gleich. Auch die bis hier unten hin, die Streifen. Stehe ich mal kurz leicht auf. Oder man sieht es hier. Habe hier unten auch noch ein paar so links rein eingesetzt und das geht auch also bis, ups, ja, bis unten hin. Und dann habe ich auf der Rückseite, aber ich glaube, dazu ziehe ich ihn aus. Ja, weil sonst erkennt man das nicht. Ich habe ja noch was drunter. Mir ist eh warm. Ich habe dann auf der Rückseite auch noch ein bisschen was eingearbeitet. Und dass man das besser sieht, ziehe ich ihn aus. Mir ist eh warm. Das gibt ziemlich warm, das Alpaka. Das hätte ich nie gedacht. Habe ich auch noch ein bisschen was eingearbeitet. Schaut mal. Ich habe einfach so Blöcke mit so Linksmaschen gearbeitet. Also wirklich so einfach frei nach Schnauze, so wie ich gerade Lust hatte. Unten nochmal ein paar. Und ganz unten einfach nur ein Rechts-Links-Bündchen. Also nichts Besonderes. Und das hat mir echt total gut gefallen. Und die Wolle ist vor allem total weich zum Stricken. Zum Tragen ist es ein bisschen pieksig. Da kann man noch. Ach, das sind die Socken. Okay. Also da kann man auch. Ja, oder ich muss da noch ein bisschen was drunter ziehen, sonst piekst mich das ein bisschen am Hals und an der Arme. Aber das ist okay. Also wenn es ein bisschen kühler ist, kann man da echt was drunter ziehen, den Pulli drüber und man braucht echt keine Jacke. Total toll. Und das hat mich dann nachher also animiert, dass ich dann nachher sage, ich möchte mir dann nachher noch Pulli stricken. Jetzt habe ich aber noch ein fertiges für euch, was ich gern zeigen möchte. Und zwar, schaut mal, die Tasche habe ich gemacht. Und dazu gibt es echt eine total witzige Geschichte. Und die möchte ich euch gern erzählen. Kann mich hier auf und hat meine Schwiegermama, die ist gelernte Schneiderin, die hat mir dann nachher so eine Innentasche reingenäht. Also das ist ein Stoff, den kannst du ewig ziehen. Also den kannst du echt. Seht ihr, ja, der hat echt extrem elastisch ist er. Und zwar habe ich mir, ach, das ist jetzt echt schon länger her, habe ich mir mal so Garn beim Lidl gekauft. Das war mal so ein Paket für einen Pullover. Und ich habe gemeint, ach ja, komm, du strickst dir jetzt auch einen Pullover. Hab angefangen und dann hat es mir nicht gefallen. Und dann habe ich es wieder aufgemacht, dann irgendwie gar nichts gemacht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt häkelst du dir doch einen Pullover. Ist doch bestimmt schneller gemacht wie stricken. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr dazu, zu dem weiter zu stricken. Und aufzumachen habe ich auch keinen Bock mehr. Weil das Garn dann nachher so total wie so verklebt ist dann nachher. Also es war echt schlecht aufzutrennen. Dann habe ich gedacht, hey komm, dann nähe ich doch einfach eine Tasche draus. Und dann, das war eigentlich
so auf die Breite. Dann habe ich es eingeschlagen, so gedrittelt, also einmal eingeschlagen und das andere nachher so drüber. Und habe dann nachher so eine Schlinge dann nachher gemacht, so eine Kordel. Habe die Kordel unten dran genäht und habe dann nachher, das ist ein Knopf aus Kokosnuss. Hab das dann nachher dran genäht. Hier habe ich versucht, wie so Blumen ein bisschen hinzusticken. Und habe hier oben noch Knöpfe hin. Und habe dann einfach einen Henkel gestrickt. Einfach immer in kraus rechts. Nichts Besonderes. Und das innen rein genäht. Ja, und jetzt kann ich da ein bisschen was einpacken und immer mitnehmen. Also echt toll, die Tasche. Die mag ich gern. Das war noch was, wo ich so gestrickt habe. Was Älteres. Der Pulli, wie gesagt, ist neu. Den habe ich erst im Dezember, Anfang Dezember ist der Pullover fertig geworden. Ja, und der, wo jetzt gerne noch dabei bleiben möchte, wenn ich noch erzähle, was ich so die Einkäufe, da freue ich mich und allen anderen sage ich Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich denke, dass ich jetzt so einmal in der Woche vielleicht versuche aufzunehmen. Ja. Meine Einkäufe, das sind praktisch die Bestellung von Weihnachten, was ich ja den Gutschein bekommen habe. Und da hat mein Mann mir das bestellt, das habe ich von ihm gekriegt. So super Socks von online, so Sockengarn. Und das möchte ich dann nachher eben zum Pullover verarbeiten. Wir haben das gesehen im Internet und wir haben halt ein bisschen geschaut. Er hatte nachher auch Käufe mit auszusuchen und daraus möchte ich mir eben aus dem Garn einen schönen Pullover stricken. Und da habe ich jetzt ein paar Knolle da. Das ist echt total weiches Garn. Und zwar hat es 75% Schurwolle, 25% Poly, aber Merino extra fein. Also wirklich total fein. Also total klasse. Das hat Das wird mit einer Nadelstärke 2,5 bis 3 gestrickt und es hat die Farbnummer 21,59 und ist von online. Super Socke vierfach. Ups, ich glaube, ihr seht es spiegelverkehrt schon wieder. Genau. Ja. Das wird dann nachher das Projekt, was in die Tasche kommt. Und eins, was ich noch wirklich vorhab, ich kann die Vereiltechnik noch nicht. Und ich habe eigentlich vor, bis Winter 2018, 2019 mir einen Norweger zu stricken. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen von. Jetzt fällt mir der Kanal nicht ein. Die strickt oder begleitet einen in vielen Schritten mit so einem Pullover. Da kann man auch eine Anleitung dann nachher runterladen und das werde ich auch machen. Und ich habe da einfach vor, für mich für den kommenden Winter dann nachher einen Norweger zu stricken. Und ich werde mich jetzt dann auch bald an die Vereiltechnik mal rantrauen. Einfach mal da nach Videos schauen. Ich habe schon ein bisschen was gesehen und das einfach mal ausprobieren. Das ist so mein Ziel. Und das war es eigentlich soweit, außer noch die anderen Einkäufe, die ich habe. Ich glaube, ein bisschen durcheinander bei mir. Chaos. Genau, die anderen Einkäufe, was ich euch noch geschwind zeigen möchte, bevor ich jetzt gleich Schluss mache. Und zwar einmal der wunderschöne Knäuel. Den habe ich von bestellt. Der hat, das ist ein dreifädiges Garn. Hat 1000 Meter auf 200 Gramm und der ist Baumwolle und Pulli und ist heißt Zauberwald und zwar im Internet auf oder eher gesagt in Facebook gibt es die Gruppe Mein Kreativfaden und von daher habe ich den Bobbel und der ist total schön und da dabei war noch ein Kulli. Ups, fliegt er mir gleich weg, so ein schöner Pulli, der ist echt total toll. Der gefällt mir. Und dann waren wir am Wochenende in Biberach, mein Mann, mein Sohn und ich.
Und da war ich im Wollerödel und schaut mal, was da mitgegangen ist, wie schön die Farben sind. Mein Sohn wünscht sich daraus Socken und ich nehme auch gerne so Kontrastgarn und das wird dann nachher eine Socke für ihn. So ein ähnliches Garn habe ich auch noch da, das werde ich dann auch bald verarbeiten. Das ist jetzt aber soweit alles. Und wie gesagt, ich möchte mich nochmal von Herzen für die vielen Abonnenten bedanken, für die Kommentare, die ich habe, die ich auch schon alle beantwortet habe. Und ich bin total geflasht. Und ja, ich wünsche einfach allen eine gute Zeit. Ich wünsche euch immer was auf Nadeln, immer was zum Spinnen oder zum Handarbeiten, je nachdem, was ihr macht und wie ihr es macht. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Paddy.